stelle euch Frau Doktorin Marion Ritten vor und sie wird jetzt gleich ihre Rede halten. Vielen Dank, Frau Neithardt, für die Einführung. Liebe Grünen-Mitglieder, liebe Gäste, der Oktober 2013 bereitete mir ganz persönlich eine Überraschung. Die Überraschung war für mich, dass ich von Ihrer Findungskommission angefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, für das Amt der Oldenburger Oberbürgermeisterin zu kandidieren. Überraschungen setzen besondere Gefühle frei. Ich habe mich gefreut, fühlte mich geehrt und habe mich sehr ernsthaft mit der Anfrage auseinandergesetzt. Das Ergebnis: heute stehe ich hier und bitte um Ihre Unterstützung. Was bewegt mich für eine Kandidatur? Ich fühle mich eng mit Oldenburg verbunden und dies insbesondere seit Beginn meiner Studienzeit an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und den daran anschließenden beruflichen Tätigkeiten. Ich habe Oldenburg sehr wertschätzen gelernt. Geboren und aufgewachsen in Jever, wie wir in Jever sagen, Jever in Oldenburg, habe ich dort meinen beruflichen Werdegang begonnen und mein Abitur absolviert. Dann nahm ich hier in Oldenburg mein Studium auf. Oldenburg war für mich wie Jever nur in groß, mit sehr viel Grün, mit großer Offenheit und Ausstrahlungskraft und für mich persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wertschätzung für Oldenburg bewegt mich bis heute und deshalb habe ich entschieden, weil Oldenburg es wert ist, will ich mich für Oldenburg einsetzen. Welche Qualifikationen, welche Erfahrungen bringe ich mit, um mich erfolgreich für Oldenburg einsetzen zu können? Mit einem Engagement in der Kommunalpolitik und in der Kommunalverwaltung kehre ich sozusagen zu meinen beruflichen Wurzeln zurück. Bevor ich auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur absolviert habe, habe ich Kommunalverwaltung quasi von der Pike an gelernt. Ich wurde zur Verwaltungsangestellten im Landkreis Friesland ausgebildet und war anschließend für 3 Jahre als Sachbearbeiterin beschäftigt. Während dieser Zeit schloss ich den Verwaltungslehrgang A1 als Verwaltungswirtin ab. Durch diese Fortbildung am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung habe ich Oldenburg kennenlernen können. 1986 schließlich führte mich mein Studium der Politikwissenschaft, der Germanistik und der Geschichtswissenschaft näher an Oldenburg heran. Meine anschließenden beruflichen Tätigkeiten waren sowohl im Wissenschaftsbereich als auch im Hochschulmanagement. Zunächst war ich tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann wurde ich zur ersten hauptamtlichen Frauenbeauftragten der Uni Oldenburg gewählt und dann auch später im Amt bestätigt. Mit dem Amt der Frauenbeauftragten auf zentraler Hochschulebene habe ich mich für die Kandidatur als nebenberufliche Vizepräsidentin für Studium und Lehre qualifiziert. Dieses Amt habe ich für 2 Wahlperioden ausgeübt. Zu meinem Ressort gehörten eben neben Studium und Lehre ausdrücklich auch die Lehrerbildung, die wissenschaftliche Weiterbildung sowie Internationales. Hauptberuflich war ich wiederum in der Wissenschaft als Mitarbeiterin im Fach Politikwissenschaft tätig. Ich habe Lehre durchgeführt und meine Forschungen fortführen können. Diese Forschungen mündeten ein in die Promotion mit meinem Doktorinnentitel in der Politikwissenschaft. Zu dieser Zeit war es mir möglich, ganz aktiv die Brücke zwischen Wissenschaft und Verwaltung bzw. Hochschulmanagement auch in meiner Person zu schlagen. Meine beruflichen Aktivitäten waren gekennzeichnet von Vernetzung
und vom Engagement über die Uni hinaus in die Region, in die Stadt, auf die Landes- und Bundesebene. Meine bisherig letzte berufliche Station hat mich an die Universität Vechta geführt. Dort bin ich inzwischen, ich habe nachgerechnet, seit 8 Jahren als Vizepräsidentin für Lehre und Studium hauptberuflich beschäftigt. Zu meinem Ressort Lehre und Studium gehören wiederum die Lehrerbildung, die wissenschaftliche Weiterbildung, die offene Hochschule sowie Internationales. Ich bin in die Entwicklung diverser Kooperationen sowohl landes- als auch bundesweit, aber auch international eingebunden und leite eben solche vernetzte Projekte. Verantwortung nehme ich zudem in unterschiedlichen Gremien, Kommissionen und Beiräten wahr. Auch hier ist der Gedanke der Vernetzung in der regionalen, in der überregionalen und auch in der internationalen Perspektive für die Entwicklung der Universität und auch im Rahmen einer praxisnahen Einbindung tragend. Profitiert habe ich aus meinen Erfahrungen aus Oldenburg und gewinnbringend ist bis heute ein sehr gutes kooperatives Verhältnis zu Oldenburg. Sehr vorteilhaft für mein Wirken sind meine Erfahrungen in der Verwaltung. Diese haben mir meine späteren Leitungsfunktionen als Vizepräsidentin sowohl hier in Oldenburg als auch in Vechta enorm erleichtert. Die Verknüpfung zwischen Verwaltung und Wissenschaft konnte, das darf ich glaube ich sagen, von mir erfolgreich gemeistert werden, weil, und dies ist meines Erachtens nicht zu unterschätzen, eine gemeinsame Sprache, und dies meint eine gemeinsame Kultur vorhanden ist. Diese Kultur enthält den Willen zu einem Miteinander. Insgesamt sind damit aus meiner Sicht wichtige Voraussetzungen für eine Amtsführung als Oberbürgermeisterin angedeutet. Ich bringe Verwaltungserfahrung von der Pike an mit. Ich verfüge über Leitungs- und Führungserfahrungen. Diese umfassen Budget- und Personalverantwortung und insbesondere in meinem derzeitigen Amt, in dem ich als Stellvertreterin der Präsidentin der Universität Vechta fungiere. Erfolg in einer Führungsposition ist aber immer, so aus meiner Sicht, zwangsläufig mit Gestaltungswille und Gestaltungskompetenz verbunden und über beides verfüge ich. Diese Qualifikationen und diese Erfahrungen will ich für Oldenburg einsetzen, weil ich finde, Oldenburg ist es wert. Wofür will ich mich einsetzen? Das übergeordnete Ziel: Oldenburg für Generationen. Oldenburg für seine Generationen in ihrer Vielfalt entwickeln, Oldenburg für zukünftige Generationen sichern. Und dabei gilt für Oldenburg das Heute gestalten, das Morgen planen und Visionen für das Übermorgen entwickeln. 3 Schwerpunkte möchte ich dazu heute ausführen. Erstens, Leben in Oldenburg für Generationen in der Vielfalt gestalten. Als Beispiele für diesen Schwerpunkt sind mir die ehemalige Donner-Schwee-Kaserne und der Fliegerhorst wichtig. Sie stehen von ihrer Absicht und ihren Zielsetzungen stellvertretend aus meiner Sicht für eine zeitgerechte und zugleich zukunftsweisende Stadtentwicklung. Sie nehmen nicht allein die Perspektive des Zuwachses an zwingend notwendigen und zwar ausdrücklich auch sozialem Wohnraum ein, vielmehr soll hier mit einer quasi ganzheitlichen Perspektive das Leben zwischen Generationen, Menschen mit besonderen Anforderungen in sozialer und gesundheitlicher Art, Menschen von ganz unterschiedlicher Herkunft, gestaltet werden im Sinne eines integrativen bzw. inklusiven Konzeptes. Eingebunden darin sind etwa energetische Entwicklungen, die Entwicklung eines grünen Umfeldes, Freizeitangebote und Angebote des täglichen Lebens, auch des breiten und vielfältigen kulturellen Lebens, also Angebote des täglichen Miteinanders.
Damit nehmen sie nicht allein das Wohnen, sondern vielmehr das Leben über Generationen mit ganz unterschiedlichen Gruppen, also in ihrer Vielfalt, in den Blick. Dabei schafft beispielsweise das Donnerschwe-Quartierskonzept die Einbindung in den gesamten Stadtteil Donnerschwe. Somit liegt kein abgrenzendes Konzept vor, sondern ein Konzept zur Stadtteil- bzw. zur Stadtentwicklung. Und dieses unterstütze ich von der Anlage her ganz ausdrücklich. Um dabei den Bedürfnissen der betreffenden Menschen gerecht zu werden, ist eine enge Einbindung, eine Bürgerbeteiligung, und dies meint im Sinne einer Mitgestaltung, wichtig. Ebenso wichtig ist eine Einbindung von Fachleuten, sei es aus der Verwaltung, sei es von außen, zu berücksichtigen. Dieses schafft eine Verknüpfung von Wünschenswertem und Machbarem. Ein treffendes Beispiel stellt für mich dabei aus meiner Beobachtung die Arbeitsgruppe Inklusion dar. Bei der Bürgerbeteiligung ist darauf zu achten, dass diese insgesamt unkompliziert und transparent erfolgt. Eine derartig frühe Einbeziehung schafft eine gute Gelingensvoraussetzung und verhindert beispielsweise Enttäuschung von Erwartungen, umfangreiche Auseinandersetzungen mit langen Verzögerungen bei der Umsetzung. Zielperspektiven sind also: Leben ist mehr als Wohnen. Wir wollen das Leben in Oldenburg gestalten. Eine breite und unkomplizierte Beteiligung ist dabei eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Stadtentwicklungsprozesse. Zweitens, Zukunftsfähigkeit durch Vernetzung schaffen. Fachkräfte stellen eine notwendige Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Von allen Seiten wird bereits jetzt auf den spürbaren Mangel hingewiesen und Maßnahmen gefordert. Oldenburg hat eine besondere Stärke durch ihren Wissenschaftsstandort und durch ein breit aufgestelltes und gut entwickeltes Bildungssystem mit ihren diversen Schulen und Bildungseinrichtungen. Damit sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklungsmöglichkeiten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen gegeben. Diese Voraussetzung gilt es durch eine zeitgerechte und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Infrastruktur unserer Bildungseinrichtungen zu gewährleisten. Hier ist das Stichwort auf der Ebene der einzelnen Personen die Bildungsgerechtigkeit, die es zu fördern gilt. Für die oder den Einzelnen müssen die Chancen gegeben sein, sich zu einer Fachkraft entwickeln zu können. Vernetzung zwischen ganz unterschiedlichen Akteuren des Arbeitsmarktes, der Bildungseinrichtung und den unterschiedlichen Interessensvertretungen gilt es aus meiner Sicht weiter auszubilden, um bedarfsgerecht und bedürfnisorientiert die Fachkräfteentwicklung voranzutreiben. Als zwei wichtige Beispiele können dabei im Hinblick auf den zukünftigen Innovations- und Wissenstransfer der Innovationspark 2 oder auch die European Medical School gelten. Sie greifen wichtige Anforderungen der Stadt und der Regionalentwicklung auf. Sie gilt es, neben weiteren wichtigen Initiativen zu fördern. Mehr und mehr gewinnt aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an Bedeutung, um Fachkräfte in ausreichender Zahl gewinnen zu können. Dabei ist auch Familie über die Generationen zu denken, etwa im Sinne von Betreuung für Kinder, für Familienangehörige mit Behinderung, für ältere Menschen. Die Vereinbarkeit ist als Teil eines Lebenskonzeptes zu betrachten. Dafür flexible Unterstützungs- oder auch Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, sind aus meiner Sicht wichtige Aufgaben. Und hier könnte, und dies wäre mein Bestreben, auch die Stadtverwaltung mit sprichwörtlich gutem Beispiel vorangehen. Dieser Vorbildcharakter könnte beispielsweise durch den Erwerb eines Audits Beruf und Familie sichtbar werden. Zielperspektiven sind also: die Förderung der Fachkräfteentwicklung zielt auf die Chancen jeder einzelnen Person in Oldenburg ebenso wie auf die wirtschaftliche Stärke Oldenburgs. Bildung und Wissenschaft, Vernetzung und Vereinbarkeit sind dabei bedeutende Faktoren für die Entwicklung Oldenburgs. Drittens, Gesundheit und
Mobilität nachhaltig fördern. Ein dritter Bereich, in dem ich einen Schwerpunkt setzen möchte, ist die Gesundheitsförderung. Inzwischen steht fest, dass Lärm die Gesundheit sehr stark beeinträchtigt. Mit jeder Stadt ist Lärm verbunden, den Lärm aber auf ein Mindestmaß, auf das Notwendige zu reduzieren, muss ein vorrangiges Ziel sein. Ruhezonen und Ruhephasen sind Teile von Lebensqualität. Dies drückt sich in der großen Resonanz, die ich beobachtet habe, bei dem in 2012 hier durchgeführten Beteiligungsverfahren für die Entwicklung eines Lärmaktionsplans inklusive einer Lärmkartierung aus. Dieser Prozess muss aus meiner Sicht schnellstmöglich zu einem Abschluss geführt werden, und zwar unter Einschluss des Lärms durch den Eisenbahnverkehr. Dafür werde ich mich ausdrücklich einsetzen, auch unter Berücksichtigung von Maßnahmen zum aktiven Lärmschutz. Das Thema Lärmschutz ist in Oldenburg sehr eng verknüpft mit der Diskussion über den Ausbau der innerörtlichen Bahntrasse zur Anbindung des Jade-Weser-Ports. Als Alternative zum Ausbau der Stadtstrecke wird dabei sehr intensiv eine Bahnumgehung diskutiert. Aus meiner Sicht ist diese Diskussion über eine Alternative ebenso intensiv weiterzuführen. Dies hat aus meiner Sicht den großen Vorteil, dass aus unterschiedlichen Blickwinkeln im Sinne einer Folgenabschätzung und damit im Sinne einer nachhaltigen Perspektive nicht allein der unbestreitbar wichtige Punkt des Lärmschutzes, sondern eben auch die Konsequenzen etwa für die innerörtliche Mobilität oder auch die Emissionen bei einem hohen Eisenbahnverkehr bewertet werden müssen. Wenn mehr Züge rollen, steht dann der übrige Verkehr häufiger still. Für die Fortführung dieser Diskussion werde ich mich stark machen. Ganz konkret ist verknüpft mit dem Lärmaktionsplan somit ebenfalls einen Mobilitätsplan weiterzuentwickeln. Ein Mobilitätsplan, der alle Verkehrsmittel einschließt und dabei ausdrücklich einen sozial vertretbaren öffentlichen Personennahverkehr berücksichtigt. Zielperspektiven: Ein umfassender Lärmaktionsplan verknüpft mit einem Mobilitätsplan stellen wichtige Instrumente für die Stadtentwicklung Oldenburgs dar. Deshalb sollten diese schnellstmöglich vorgelegt werden. Die Diskussion über die Bahnumgehung sollte unbedingt die ganz unterschiedlichen und längerfristigen Folgen und Perspektiven berücksichtigen. Wie will ich mich einsetzen? Meinen politischen Ursprung habe ich in sozialdemokratischen Werten, Freiheit und Gerechtigkeit, insbesondere auch soziale Gerechtigkeit. Sehr früh hat mir der Grundsatz gefallen, mehr Demokratie wagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Werte noch immer hochaktuell und von überragender Bedeutung sind. Nach meiner Auffassung werden diese Werte heute durch neue Dimensionen ergänzt, die sich zusammenfassen lassen in nachhaltiger Entwicklung, sowohl in sozialer, ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht. Die zu Beginn erwähnte Überraschung konnte ich auch deshalb für mich auflösen, weil die Grünen, die an mich herangetreten sind, durch ihre Findungskommission eben für diese Werte stehen, mit denen ich mich identifiziere. Deshalb habe ich positiv auf die Anfrage reagiert. Dennoch ist mir für die Kandidatur und für das Amt der Oberbürgermeisterin eine parteiunabhängige Perspektive wichtig. Ich möchte viele Bürgerinnen und Bürger einbinden. Eine verantwortliche Bürgergesellschaft ist tragend für jede Stadt. Die Stadt stellt den unmittelbar erfahrbaren Lebensraum für uns Bürgerinnen und Bürger dar. Diesen Lebensraum gilt es zu gestalten. Ich möchte dafür wirken, unter den Leitlinien der genannten Werte, und zwar möglichst mit vielen gemeinsam. Nach meinem Führungsstil befragt,
ist mir ein kooperativer Führungsstil ausgesprochen wichtig. Ich will Diskussionen und Entwicklungen anstoßen, diese zielorientiert gestalten und zu einem Ergebnis führen. Alles in allem, Oldenburg ist es wert, aus meiner Sicht gemeinsam für die Zukunft zu wirken. Deshalb will ich mich mit meinen Erfahrungen einsetzen. Deshalb möchte ich Sie für eine Zusammenarbeit gewinnen. Ich bewerbe mich für die Nominierung als unabhängige Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt Oldenburg. Und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Applaus